Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Assassin's Creed Rogue. Darauf. Zack. Und wir haben's. Nice one. Und es geht ab Richtung Hauptmission. Beziehungsweise diese Kiste, da geht natürlich mit, wenn die neben der Mission ist. So. Wunderschön. Und da entlang. So, da rechts durch die Gasse durch. Das ist die Hauptmission. Und hier soll die Kiste sein. Ist die am Dach oder was? Schauen wir mal rauf. Die wird da oben sein anscheinend. Soll nicht am Dach sein. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Nö. Wo könnte die denn sein? Ah, gehen wir mal runter. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Da drin müsste sie dann sein. Hier ist sie. Wir haben sie. So, die haben wir. Und zack zur Hauptstory weiter. Oder Hauptmission, wie auch immer. Schauen wir, was hier so los ist. Ein langer Marsch und ein kurzer Fall. Starten wir es. Und gucken wir, was wir tun müssen. Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich habe genug vom Eingesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Also so wie es aussieht, arbeiten wir jetzt mit Engländern zusammen. Okay. Habt ihr gehört, okay, so. Was muss man da? Den retten? Gists Hinrichtung durch das Schießen des Seils verhindern? Das kriegen wir hin. Drei Fässer mit Knallkörpern hochgehen lassen. Sollten wir auch. Da ist ein Zeitfaktor. Dann rennen wir mal. Aber was mich jetzt stört, diese Markierung hier muss weg. Die ist ein bisschen lästig. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Rüber da. Recht weit ist ja nicht mehr und ich würde sagen, langsam nach oben, weil da hinten ist schon das Ziel, weil oben ist immer gut. Und dann leicht nach links. So, den sollen wir retten. Oh Gott, das war jetzt ne. Knallkörper sorgt für einen Tumult, der jedermanns Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Okay. Er ist perfekt geeignet für eine Ablenkung. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da am besten ran? Ne? Kommen wir da schön über die Mauer oder nicht? Ich hoffe doch. Kommen wir rauf? Nee, scheiße. Hier hoffentlich. Ah, das geht. Und hier kommen wir auch nicht drauf. Scheiße, wie kommt man da rauf? Da müssen wir jetzt weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie man da raufkommt im Moment. Da müssen wir jetzt rundherum. Ein bisschen kacke. Und ich weiß, wie man dann nach oben kommt. Hier vielleicht. Absolutely not! Come back here! Ja, du deist! Weil du gehst mir jetzt nach dem Senf, du lästige Wanze. Du. So. Ja, ich muss jetzt hier rein. Die alle umnieten hier. Wir haben es ein bisschen eilig. So, den müssen wir retten. Wo ist er? Da muss ich näher ran. So, das muss man durchschießen, das Seil. Diese Halunken gehören zu derselben Bande, welche die Finnegans belästigten. Christopher Gist, ich bin Shay Cormac. Angenehm. Aber was macht ihr hier, wenn ihr die Frage gestattet? Der Colonel schickt mich. Aha!
Without our permission. So, wir sollen einen Knallkörper oder. Bist du wahrscheinlich? Geh auf den Weg, Mann! So, funktioniert das? Oh, irgendwie nicht so recht. Ich würde sagen, wir helfen dem mal lieber, nicht dass der nur. Oh, yes! Allerdings. Ich habe meinen Verbündeten umgelegt. Okay, Leute, das lassen wir lieber. Ich würde sagen, wir schießen das Seil durch, dann haben wir einen Teil der Nebenaufgabe erledigt. Aber nicht, dass mein Verbündeten wieder hochjagt. Das ist kacke. Das bringt es natürlich nicht, ne? Das war jetzt ein epic Fail. Aber kann ja mal passieren, Leute. Kann ja mal passieren. So. Aber jetzt. Oh ja. Yeah. So. Ich will was anderes auslehnen. Wieso kriege ich hier immer diese Scheiße jetzt? So geht das. Lass meinen Kumpel in Ruhe. So sieht's aus. So, alles klar bei dir? Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss ihn mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Alles klar, wir haben einen Verbündeten anscheinend. Finde ich geil. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt. Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. So, Bandenschleicher, das hört sich cool an. Schleicher lauern im Hinterhand und versuchen beim Angriff unsichtbar zu bleiben. Man kann sie bekämpfen, indem man ihren Angriff pariert oder Knallkörper benutzt, um sie herauszulocken. Außerdem weist einem der Kompass bei der Benutzung vom Adlerauge auf den nächsten Schleicher oder Anführer hin. Okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt kriegen wir Gegenassassinen oder sowas. Ein Schleicher ist in der Nähe, benutzen sie das Adlerauge, um ihn aufzuspüren. Alles klar, der ist da wahrscheinlich. Ne? Ich suche eine neue Mannschaft. Schaut euch diese Ratte da an, so wie kriege ich denn das raus? Mit so einem Knallkörper, wo haben wir denn? Ah, Knallkörperpfeil. So, jetzt können wir den schnappen. Jawohl, scheiße. Ah, da guckst du, gell? Nice. Das gefällt mir, Leute, das macht Spaß. Jetzt muss man nur aufpassen, weil die können nämlich überall sein. Oh! Seht ihr das, ich meine? Eine Pissnetke. Den schnappen wir. LOL! Hat uns der umgenietet. Wow, Leute. Die fighten ja richtig. Jetzt haben wir ernstzunehmende Gegner. Ich muss sagen, ich habe das ein bisschen zu locker genommen. Das sind ja, boah, gescheite Gegner-Assassinen. Also die Pisser schnappen wir uns. So, hier ist alles sauber. Wir müssen da zum Schiff. Das sollten wir hinkriegen. Wow. Haben wir gerade nur geschafft. War reflexartig von mir. Die alte Flagge der Morrigan streichen. Okay, das werden wir auch noch machen. So ein bisschen aufpassen. Die Penner können überall sein, Leute. Da ist ein Gegner. Oi, hold! So. Das haben wir. Da ist nur ein Gegner. Wir gehen jetzt auch rauf und werden die Flagge da neu streichen, weil, wie gesagt, das ist unser Schiff. Das lasse ich mir nicht klauen. Geht gar nicht klar, sowas.
Du siehst mich nicht, denn ich bin so schnell. Hoffentlich ist da oben keiner. Schauen wir mal. Nee. Es geht, wir klettern nur weiter. So, wie weit muss ich da jetzt rauf? Ein Stückchen schon noch. So, da noch ein Stück durchschneiden. Jawohl. So, weg mit dem Zeug da. Das ist mein Schiff. Kauft euch euer eigenes, Mann. So, alle Schleicher töten. Das ist eine Nebenmission, aber die Frage ist, wo sind die? Hier ist nur ein Gegner. Ja, die Frage ist, wo sind die alle? Wir müssen jetzt irgendwie hier runter, und zwar so, dass wir nicht sterben. Die Frage ist nur, wie? Kann man da irgendwie dezent runter oder so? Oder muss ich da jetzt extra krabbeln? Warte mal, abhängen, fallen lassen, hängen, klettern. Ich glaube, da müssen wir krabbeln, Leute. Sonst werden wir da nicht runterkommen. Wie kommt man hier runter? Jetzt ernsthaft, Leute. Kacke. Gehen wir da rüber. Vielleicht jetzt hier ein bisschen leichter. So. Runter, runter. So kommt man runter. Alles klar. So, die werden wir alle umnieten. Schön beeilen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ach, scheiß drauf. Wir machen das übers Wasser. Das geht noch schneller. So, Schleicherpräsenz. Die sind hier irgendwo. Da müssen wir wirklich aufpassen. Aber das ist eine coole Nebenaufgabe, was wir auf jeden Fall machen werden. Also diese Strohkiste schaut nach Schleicher aus. Eventuell. Sieht uns der? Muss man aufpassen. Da ist er! So, gerade nur erwischt. Jawohl. Überall können die Pisser sein. Da muss man echt aufpassen. Den müssen wir weg, die Wache, weil die schießt auf uns. So, den haben wir auch los. Nice. Jetzt gehen wir wieder runter. Da ist so ein Misthaufen, da könnte wieder so einer sein. Ey, wir müssen wirklich aufpassen, Leute. Die mieten uns mit einem Schlag um. Die sind im Endeffekt wie wir, ne? So. Schön aufpassen. Ich höre ihn schon wieder, den Schleicher. Ich höre das Flüstern. Das Flüstern ist ein Anzeichen dafür, glaube ich. Da könnte auch drin sein. Schauen wir uns um. Da ist einer. Seht ihr ihn? Da ist die Ratte. So. Jetzt fehlen nicht mehr viele. Und dann haben wir's. Wir müssen nur weiter suchen. Die sind nämlich gescheit gefährlich. Irgendwo muss da noch einer sein. Ich höre sie ja. Oh, gute Atmosphäre, muss ich sagen. Es ist richtig spannend irgendwie. Wir müssen irgendwo hier sein. Aber hier ist keiner. Da waren wir ja schon, ne? Ich will mich da nicht erwischen lassen, ehrlich gesagt. Ich bin da lieber vorsichtig, als wie wenn ich jetzt rumrenne. Hier waren wir auch schon. Kann man das irgendwie anzünden, ne? Und Abgang. Vielleicht kann man irgendwie anlocken oder so. Ich mache jetzt alles kaputt hier. So, wie sieht's hier aus? Da ist nirgends einer. Zünden wir das noch an. Hier ist keiner, da sind wir verkehrt. Das heißt, wir gehen da links rüber. Irgendwo muss er ja sein, der Schleicher. Einer, glaube ich, ist noch da. Ich höre ihn auch. Also der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Komm schon, wo bist du? Da war einer vorher. Ich höre ihn doch eindeutig. Vielleicht oben da. So, jetzt. Nee. Da auch nicht. Da muss man wirklich aufpassen. Eine Kiste ist hier. Die nehmen wir natürlich mit, wenn die so schön da liegt. So, dann gehen wir da hinten rum. Da ist er auch nicht.
Wir auch nicht, da waren wir schon. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.